Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus Minos Robot und heute machen wir hier eine Review über das Lego City Set mit der Nummer 60387. Dieses Set habe ich zum Geburtstag bekommen, wo ich nochmal ganz herzlich Dankeschön für sage. Und ich habe es im Stream aufgebaut und war sehr positiv überrascht. So sieht das Ganze von vorne aus. Ja, zwei Minifiguren sind dabei. So sieht man hinten einige mögliche Funktionen und wie man das mit dem Set spielen kann halt. Ja. Und ja, das Set zeige ich euch sofort. Es sind zwei Anleitungen dabei und ein Stickerbogen. Davon sind drei Sticker fürs Auto und zwei Sticker sind für die Matratzen. Ist okay, beim Spielset ist das durchaus in Ordnung. Habe ich nichts gegen. So, dann gibt es zwei Anleitungen. Die eine Anleitung war leider in diesem relativ großen Karton schon ziemlich verknittert. So, Anleitung Nummer 1 ist das hier. Ja, für Bauschritt 1. Das heißt, die beiden Figuren, Zelt, ein Hase, ein Skorpion, ein Feuer, eine Pfanne, wird hier alles wunderbar aufgebaut. Hier haben wir eine Teilliste drin. Vorschemals. Wir haben 35 Seiten mit insgesamt 18 Bauschritten. Das ist alles. Zwei Figuren. Wie gesagt, recht dünn. Da ist die Macke drin. Und so ein relativ mattes. Also nicht glänzendes, mattes, sehr leicht knickbares Papier. Warum sage ich das? Weil die zweite Anleitung, wo immer noch eine wunderschöne Schildhebe drauf ist, die ist für die Bauschritte 2 und 3. Und ihr seht schon, in Hochglanz mit relativ dickem Papier. Auch Klammer gebunden. Hier drin sind die einfachen, aber der Umschlag ist wesentlich hochwertiger als bei dem, der nur durchs Liegen, durch falsches Reinschieben hier den Knick hat. Hier haben wir 71 Seiten mit insgesamt 63 Bauschritten. Die Teile waren in normalen Plastiktüten, also keine Papiertüten, wie eigentlich zu erwarten ist beim Set. Also das ist jetzt ein Set von 24. Ja, und über dieses erste Heft bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Man sieht es auch hier so, ne, auf der Kamera sieht man deutlich den Unterschied zwischen den beiden Heften. Okay, ist halt so. Aber wollte es mal angemerkt lassen. So. Karton tue ich mal weg. Anleitungen gehen auch erstmal zur Seite. Dann haben wir dieses Set hier, was schon ziemlich gut ist, finde ich. Als erstes, nee, als erstes, ja, ist egal, als erstes oder zweites braucht man hier halt dieses Zelt. Wobei diese großen Platten hatte ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob die neu sind. Alle Fälle, ja, die kann man auch irgendwie so beim Raumschiff in der Schubdüse nehmen. Man sieht halt innen drin zwei Betten, da kommen die Aufkleber drauf und hier sind ein paar Kisten und so weiter. Das Ganze wird leicht zusammengebaut und dann einfach zusammengeklappt. Ein Zelt und
schönes Zelt. So. Dann tun wir eine, ich würde mal sagen, eine junge Dame bauen. Die hat hier unter anderem ein Bike. Die hat ein überlichtetes Bild. Ah, jetzt kommt es. Oberkörperprint vorne, Oberkörperprint hinten, kurze Beine. Hier mit Helm. Den Helm kann man aber abnehmen. Und man kann ja eine Mütze mit integrierten Haaren aufsetzen. Ja. Fokus. Ja. Ah, jetzt geht es ein bisschen. So einen gelben Pferdeschwanz. Schön gemacht auf dem orangenen Fahrrad. Kann man ausbalanciert auch hinstellen. Aber wie gesagt, kurze Beine. Fahrradhelm. Crosshelm. Die zweite Figur komme ich gleich zu, weil ich habe sie im Fazit gesetzt. Mit dabei ist ein Hase. Passt auch zu Ostern jetzt. Dann hat sie noch eine Fotokamera. Die konnte ich natürlich jetzt schlecht auf dem Bike mit drauf tun, ne? Dann haben wir dabei eine Pfanne. Eine Schippe, falls man sich mal festfährt oder so. Dann ein kleines Lagerfeuer. Und ein Parcours, um mit den Mountainbikes da drüber zu fahren. Ja. Schön sandgraue Steine. Und dann sieht man einen blauen Skorpion. Warum da ein blauer Skorpion ist, weiß ich auch nicht. Aber ein Skorpion ist schon mal dabei. Finde ich nicht schlecht. So, einfach hübsch. So. In dem Fahrzeug, das, wo man die Scheibe relativ einfach abnehmen kann, sitzt der wahrscheinliche Vater. Der hat auch Oberkörperprint vorne und hinten und trägt hier in dem Moment einen Rucksack und eine blaue Mütze. Sind übrigens beides Exklusivfiguren bei dem Set. Und kann dann halt zum Mountainbike fahren, die Mütze abnehmen, hat kein Haarteil, hat aber einen Bart angedeutet und kann dann halt mit Helm fahren. Er hat übrigens lange Beine, das Mädel kurze. Sein Bike ist hier hinten drauf. Fokus. Ah ja. Sein Bike ist hier hinten drauf und ist in blau mit orangenen Felgen. So. Dann kommen wir zum Offroad-Car. Das hat vorne Scheinwerfer und ganz schicke Lampenprints. Ja, die finde ich richtig süß. Unten so ein Aufschlagbügel, würde ich sagen. Das Ganze ist 8 Noppen breit, würde ich jetzt auch sagen. Schöne Frontscheibe. Türen lassen sich nicht öffnen. Angedeutete Stoßdämpfer. Seitenbeplankung. Hinten die Klappe kann man aber allerdings stufenweise öffnen. Und obendrauf sind halt Halter für zwei Bikes. Das Zelt kriegt man am besten Willen dann nicht mehr drauf. Aber gut. So. Die Frontscheibe lässt sich sehr leicht abnehmen. Das Lenkrad ist dort unten drunter ein wenig versteckt, aber ist da. Und man hat zwei Sitzplätze. Ja. Ohne Sitze natürlich. Und man hat hier auch, sieht man das? Moment, was ist denn jetzt hier? Ja, hier wie so kleine Minispiegel, ne? Vorne halt die Scheinwerfer. Und die Zusatzscheinwerfer, keine Blinker.
Hinten überhaupt keine Beleuchtung, was ein bisschen schade ist. Dann ist das Ganze über Gummibänder gefedert. Ja. Auch robust, stabil. Von unten sieht es so aus. Da sieht man auch links und rechts die Gummibänder. Schöne Reifen dabei. Und ja, er rollt auch sehr, sehr gut. Stoßdämpfer wären auch schön gewesen, aber mit den Gummibändern, das geht auch mal. Ne? Will ich also gar nicht meckern, ist okay. Lenkung leider keine. Und ja, Blinker wären schön gewesen und Rückleuchten wären schön gewesen. Vorne haben wir Kotflügel, hinten ist gar nichts, keine Kotflügel, aber dennoch ein schönes Modell. Also wie gesagt, schon mal meckern auf höherem Niveau. Weil für ein City-Set ist das schon ziemlich gut. Seit langem mal wieder. Wir kommen auf eine Länge Radaußenkante von knapp 20 cm. Eine Breite von guten 12 cm. Und eine Höhe ohne Fahrrad hier auf 9 cm. Und mit dem ganzen Lieferumfang, was hier jetzt bei ist, das Zelt, die Offroad-Strecke, zwei Fahrräder, zwei Exklusivfiguren, doppelte Kopfbedeckung, ein Hase, ein Skorpion, eine Kamera, eine Feuerstelle, eine Pfanne, eine Schippe. Es ist eigentlich rundum ein echt schönes Modell und ein schönes Set. Es gefällt mir wirklich gut und auch mit der Federung kann ich leben. Preis liegt, glaube ich, UVP ungefähr bei 29,95. Wie gesagt, ich habe es geschenkt bekommen. Und ich bin mit diesem Set zufrieden. Eine klare Kaufempfehlung, wenn ihr das ein bisschen mit Rabatt bekommt, vielleicht. Ja? Wenn das einer schon von euch hatte, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder auf, wie es euch gefällt. Ich finde es soweit ganz schön. Lasst mir gerne einen Daumen da und ich bestelle euch einen lieben Gruß aus dem Robot. Bitte bleibt gesund. Ich bin der Markus und wünsche euch Glück auf, wo immer ihr seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.